was sie nur hat. Es geht ihr so schlecht. Und es wird immer schlimmer. Ich schäme mich dafür. Aber das alles ekelte mich an. Vater Ruo, ich möchte um die Hand Ihrer Tochter anhalten. Sie ist unglücklich mit ihrem Mann. Wie auch. Sie langweilt sich jetzt schon maßlos. Das wird ein leichtes Spiel. Die Frage ist nur, wie werde ich sie danach wieder los? Ja, was denn? Wenn das Leben mir nicht gibt, was mir seit langem schon zusteht, dann nehme ich es mir. Da könnt ihr Gift drauf nehmen. Wenn's dich glücklich macht. Komm! Komm her! Ja, du bist gemein! Trau dich! Ja! Ja, nicht so schön. Ja. Sie hat schnell gelernt, die Kleine. Am nächsten Morgen stand es in der Zeitung. Wilde Kutschfahrt in Rouen. Jeder hat's gesehen oder gelesen. Wo hast du dich bloß herumgetrieben, Emma? Ist hier jetzt jeder Kerl? So völlig ohne Scham. Die Absteige hat zum Schluss nicht mehr ausgereicht. Eine Kutsche musste her, in aller Öffentlichkeit, die Vorhänge zugezogen und es ging kreuz und quer durch alle Gassen, stundenlang. Emma, ich habe dich gesucht in Rouen, stundenlang. Und als ich dich fand, da warst du so aufgebracht. Stundenlang? Das nenne ich Kondition. Zu jeder Zeit hätte ich etwas anders machen können. Zu keiner Zeit war ich zu irgendetwas gezwungen. Ich will den Schlüssel haben, gebt ihn mir! Er steht mir zu. Der Schlüssel steht ihr zu. Das ist nicht der Ausweg! Ich kann ihn haben! Nein! Sie allein bestimmt! Frau Dolz, wir hatten ein Abkommen. Ach. Erinnern Sie sich an Ihre Liebesschwüre, Ihre Versprechen? Die Flucht, bei der Sie mich einfach sitzen gelassen haben. Ich wäre fast daran gestorben. Weißt du, Emma, wie die alten Griechen das genannt hatten? Katharsis. Die Läuterung. Du hättest als Heilige hervorgehen können. Und sieh mal, was aus dir geworden ist. Verlottert, verschuldet, gewöhnlich. Wir haben keine Schuld. Schuld hat das Schicksal. Wo ist er? Der Schlüssel, ich will ihn haben! Gib ihn mir! Ich habe ihn! Da fand Charles seinen Brief. Vergiftet, vergiftet, schrie er wie von Sinn. Beruhigen Sie sich, sagte der Apotheker, den Charles eilig herbeigeholt hatte. Wir müssen ihr nur ein starkes Gegengift verabreichen. Ich werde eine Analyse machen gehen. Den Finger hätte er in den Hals stecken sollen. Das hätte mehr gebracht. Wohin will uns unser fortschrittliches Zeitalter führen? Bürger, bleibt wachsam. Werdet achtsam. Leben liegt in eurer Hand. Wir sagen nichts. Wir sagen nichts.